Hallo und herzlich willkommen, liebe Abonnenten und alle, die es noch werden wollen, zu einer neuen und frischen Runde von Let's Play Pokémon Diamant. Ja, ihr merkt schon, ich habe ein bisschen offscreen weitergegamed, aber das hoffentlich ist das nicht so schlimm für euch, denn ich musste ja offscreen trainieren, da ist mir noch eingefallen, dass ich offscreen trainieren wollte, und zwar Elotrix, und das konnte ich ja nicht, wenn ich im Kampf bin. Also habe ich den Kampf beendet und wir sehen schon, dass unser Ungespielt auf Level 20 gekommen ist durch diesen Kampf und Elotrix ist auf Level 15. Also ich habe ihn jetzt nicht so wirklich krass trainiert, dass er jetzt alles wegbasht, aber doch, der ist schon relativ fit. Hat auch schon eigentlich ganz gut was gelernt. Hat jetzt Schlammbombe gelernt, ist eine gute Attacke. Und da ist noch ein Trainer, glaube ich. Gehen wir mal hin. So, dann machen wir es nochmal eben und dann können wir auch schon gleich gegen die Arenaleiterin kämpfen. Heute mal nicht so eine lange Aufnahme. Achso, das ist... Achso, die wollte doch... Ich dachte schon, die wollte nicht kämpfen, naja. Nun gut, dann werden wir nochmal kurzerhand diesen Prozess hier schmerzlos beenden. Mit einem Flügelschlag wahrscheinlich, wie wir das kennen. Von unserem guten Iblali, der macht nämlich hier... Der klärt die Situation mit Bedroher erstmal natürlich und dann... Mit Flügelschlag und das war es auch schon für Roselia, glaube ich, denn das ist der One-Hit. Glaube ich jetzt einfach mal so pauschal und das stimmt. Also gehen wir nicht nochmal ins Pokémon-Center und laden auf, das ist unnötig. Oh, 500, das ist ja Wahnsinn. Boah, fett. Dann gehen wir jetzt auf jeden Fall zur Arenaleiterin. Kia, nur noch die Arenaleiterin ist übrig. Geh schon, nur keine Angst. Ja, ja, ja. Keine Sorge, das werden wir schon reißen, das Ding. Mit Iblali zuerst, denn wir fangen jetzt taktisch an. Du hast mich warten lassen. Ich leite die ewige Nau-Arena. Sylvana, die Pflanzenmeisterin. Ich war mir sicher, dass du den Weg zu mir finden würdest. Meine Instinkte trügen nie. Du hast die Aura eines Gewinners. Das wird ein Spaß. Lass uns beginnen. Das wird in der Tat ein Spaß und wir werden gewinnen, glaube ich. Weil Pflanzen-Pokémon sind sowas von unser Fressen. Das essen wir zum Mittag einfach. Oder zum Frühstück sogar. Das essen wir mit links hier. Kikugi kann uns eigentlich gar nichts. Das kann wahrscheinlich Solarstrahl gleich einsetzen oder so. Aber gegen Iblali, ehrlich, nee. Dürfte nicht allzu viel ausrichten. Moment, dann warten wir mal kurz und machen Flügelschlag. Oh yeah. Wird kein One-Hit werden, weil bei den Arena-Leiter-Pokémon, die sind sowieso schon immer so stark, da wird es eh kein One-Hit. Doch, okay. Ich sag nichts dazu, aber schon stark. Level 20 auf Level 19. Und das ist ein One-Hit. Level 21. Ich habe übrigens nachgeguckt, wann sich die Pokémon entwickeln und wir brauchen auf jeden Fall mindestens 30 Level für alle. Und zwar entwickelt sich nämlich Elotrix auf Level 30 und Iblali auf Level 34 und wir wissen natürlich Apecrime auf Level 36. Flügelschlag. Ich liebe es einfach, mal Flügelschlag zu machen, gleiches Pokémon down. Aber Chillas ist ein bisschen härter. Ja, das war klar. Jetzt kommt erstmal gleich ein Trank. Naja. Ich glaube, das Rasierblatt war das Schlauste, was es in dieser Situation machen konnte, denn eine andere Möglichkeit gab es ja eh fast nicht. Also nochmal Flügelschlag, da wir brauchen die volle Power hier. Das wird sogar reichen wahrscheinlich. Na, scheiße. Dann noch halt nochmal Ruckzuckieb und dann ist das Ding down. Ja, okay, es zieht schon weniger ab, das ist ja komisch. Ruckzuckieb. Was? Ich bin so behindert, mach Tackle. Ich bin so dumm. Boah, das hat auch noch ausgereicht. Meine Fresse. Ja, nur weil ich die Attacken ein bisschen umgestellt habe von der Reihenfolge her. Roserade sollte eigentlich ein Job für Apecrime sein. Das machen wir jetzt auch mal. Wir nehmen jetzt mal Iblali raus. Super Job gemacht. Die Steuerung ist auch ganz falsch, ich habe. Ich wollte eigentlich sogar... Ich hätte ja eigentlich Ruckzuckieb eingesetzt, wenn ich die Steuerung nicht so scheiße eben hätte. Ihm gehabt hätte, so ist richtig. Denn Apecrime macht Roserade richtig platt mit Flammenrad. Das ist ein cooles Pokémon. Ich mag Roserade. Ja, es ist noch nicht zu Ende, aber gleich, das wirst du schon sehen, was du davon hast, uns herauszufordern. Und wie wir wollen wetten, dass es jetzt vergiftet ist. Pokémon-Logik. Immer den Anwender vergiften. Nicht vergessen. So. Flammrad, lass deinen ganzen Zorn raus an diesem elenden Roserade und mach es platt, bitte. Oh, ist ja ein Kinderspiel, das Ding. Ja klar, natürlich Zitrobeere wahrscheinlich wieder hier. Ja, es war sowieso wieder klar, dass es passiert. Ah, das schaffen wir. Das schafft Apecrime, sage ich. Ha. Oh ja, ich habe dich jetzt gerade sehr in die Enge getrieben, denn du schaffst es nicht, uns zu besiegen. Auch wenn Giftstachel voll die asoziale Attacke ist, weil einfach die Vergiftung immer greift. Immer, fast jedes Mal.
Ja, haha. Na, wer ist jetzt in der Enge hier? Das warst du dich, Bitch. Boah, seit dem 961. Ja, und es reicht. Alter. Krass, wie viel das ist. Und damit hätten wir unseren zweiten Orden und sind um 2640 Poké-Dollar reicher. Auch wenn ich es vielleicht schon erwähnt habe, du bist echt zäh. Ja, das stimmt. Es war bestimmt anstrengend, deine Pokémon so gut zu trainieren. Das zeigt, wie sehr du deine Pokémon magst. Als Anerkennung überreiche ich dir dies hier. Waldorden. Ja, ich bin sehr zäh auf jeden Fall. Man sollte mich besser nicht durchkauen. Mit dem Waldorden können deine Pokémon die vor allem Zerschneider außerhalb von Kämpfen anwenden. Da du jetzt zwei Orden hast, werden dir alle ertauschten Pokémon bis Level 30 gehorchen. Ich gebe dir noch etwas, ein Geschenk von mir persönlich. TM86 dürfte Strauchler sein, wenn ich mich recht entsinne. Ja, diese TM86 beinhaltet die Attacke Strauchler. Eine meiner Lieblingsattacken, hast du ja sehr oft verwendet, einmal gesehen. Je schwerer der Gegner ist, desto mehr Schaden nimmt er dabei. Genauso wie bei Fußkick, wenn der Gegner schwerer ist. Oh, wir müssen erstmal heilen. Ich finde übrigens gut, wie das mit der Vergiftung, mit dieser Animation hier gelöst wurde. Das bei Smaragd war es richtig extrem, dass das ganze Bild verpixelt und hier nicht mehr so. Finde ich noch annehmbar. Wir werden sowieso nicht mehr überleben, oder? Doch, wir schaffen es noch. Ist ja ganz easy gelaufen, der zweite Orden. Der dritte Orden wird nicht mehr ganz so einfach, aber da können wir auch Iblali verwenden. Wird auch laufen. Sag ich ja nur mal so. Wer Trainingsbedarf ungespielt, Elotrix ist ein bisschen natürlich noch im Verzug, aber Elotrix war echt schwer zu trainieren, muss ich sagen. Ich habe das hier in ewig genau trainiert, offscreen hat echt 2 Stunden gedauert fast. Für so wenig. Hihi. Der Baum sieht aus, als ob er zerschnitten werden könnte. Möchtest du Zerschneider einsetzen? Natürlich möchte ich das. Leafy macht seinen Job sehr gut, seinen einzigen Job, den er überhaupt hat. Und rein in das Gebäude, was von außen so unscheinbar klein aussieht. Hi. Team Galactic ist nicht an der Welt interessiert, sondern an den Sternen. Ja, das merkt man im Namen. Yeah, endlich. Wir sammeln Pokémon für ein erstaunliches Unterfangen. Deine Einmischung wird nicht toleriert. Okay. Entschuldige, aber Team Galactic nimmt keine Kinder auf. Ja, das hätte ich mir denken können. Na, wobei so ein Lappenteam, die nimmt doch jeden auf. Wampel. Oh, wow, krass. Nimmt keine Kinder auf, aber Kinder sind selbst stärker als diese Lappen hier. Meine Fresse ist es. So ungespielt und Apecrime zeigt ihnen, wo der Hammer hängt. Erstmal Bedroher ausfahren und dann geht's gleich auch schon los mit der Action. Boah, dem Sofa ist dann überhaupt keine Chance gegen uns. Denn der gute Ungespielt kann jetzt natürlich auch Funkensprung. Oh yeah. So, und gegen Wampel, da reicht glaube ich Glut aus. Ein bisschen. Ja, wird ausreichen, eh. Bam. Jo. Lief doch super. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, aber na gut. 75 Punkte, geil. Ein paar Fünkchen und das Ding ist auch wahrscheinlich gleich dem Erdboden gleich gemacht, oder? Na, ja, tot. Gefällt mir auf jeden Fall. Jetzt kommt wahrscheinlich das gleiche, oder? Ne, Panikon, okay, die Weiterentwicklung. Ist ja schon mal ein Fortschritt auf jeden Fall. Und jetzt noch Charmian. Okay, da geht schon in den Bereich, den Apecrime hier decken kann, nämlich mit Kampfattacken. Werden wir auch so gleich tun. Erstmal natürlich hier Kraftreserve oder Biss. Biss wäre jetzt nicht so schlau. Funkensprung. Und Tempo-Heap. Wir haben ja das Problem, Tempo-Heap ist eine geile Attacke. Aber sie ist leider sehr schwach. Stärke 40. Und das ist nicht viel. Deswegen ging die KP auch so langsam runter bei Charmian, weil das einfach eine schwache Attacke ist, die wir da haben. Die ist nicht besonders gut, aber halt sehr schnell. Und Funkensprung dürfte es auch klären, oder? Sollte eigentlich. Komm, das Level 13. Läuft uns, läuft bei uns, läuft bei uns. Tja, sehr viele Erfahrungspunkte. Geiles Training auf jeden Fall. So. Da läuft es doch bei uns, ne? Aber ich denke auch mal, für diese Kämpfe könnten wir auch eigentlich mal Elotrix in die Doppelkämpfe schicken, oder? Was meint ihr? Machen wir einfach mal. Denn ich glaube, die schafft er. Die schafft er gerade so eben von seiner Stärke her. Ich glaube, das kann er ganz gut durchhalten. Oha.
Wollen die alle kämpfen? Ja, unsere Zielvorgaben sind unfassbar, so unfassbar, dass ich nicht verstehe. Ich verteidige sie trotzdem mit blindem Gehorsam und dir wird nichts verziehen. Ja, ist in der Schule ja genauso, man weiß auch nicht, was der ganze Bullshit bedeutet, aber muss ihn verteidigen und machen. Ist auch nicht das Gelbe vom Ei, aber naja. Wampel? Dein Ernst? Okay. Ungespielt, klärt. Ungeheuer schönen Tag wünsche ich euch. Oh, sorry, nein. Ungeheuer guten Tag natürlich. Ungeheuer guten Tag wünsche ich euch und willkommen zu einer neuen Folge von Megaprojekt. Heute Kraftreserve. Und... Oh, normal sogar der Schaden. Das ist ja... Wow, ist ja echt berauschend der Schaden. Da verfalle ich ja glatt in Ekstase bei diesem großen und wahnsinnig enthusiastischen Schaden. Da muss ich ja wirklich... Echt muss ich mich vor verneigen. Hätte ich nicht gedacht, dass es so viel wird. Aber gut, Funkensprung klärt sowieso. Ungespielt unser Master of Electricity hier. Macht alles. Zubat ist auch sein Job hier. Leider bringen diese ganzen Lappen so gut wie keine Erfahrungspunkte. Das ist sehr schade. Weil es halt einfach vorentwickelte Pokémon sind, die nicht besonders anspruchsvoll sind und die man eh mal so ausnocken kann. Und das dürfte auch gleich eigentlich geklärt sein mit Funkensprung. Jo. Das war's auch fürs kleine Zubat. Und jetzt ist er, glaube ich, tot, oder? Jo, und der hätte auch... Der hat auch ins Gras gebissen und den nächsten. Boah, das ist viele hier. Nee, die wollen gar nicht kämpfen. Team Galactic arbeitet hart an Energiequellen für die Zukunft. Das ist natürlich was Sinnvolles. Der will wieder kämpfen. Sehen wir mal, wie gut dieses Pokémon ist. Ich habe es bei einem Trainer stibitzt. Ja, wetten wir, er hat es bei einem Käfersammler geklaut und es ist ein Wampel. Und... Schaloko, oh sorry, die Weiterentwicklung, ja. Wow, da hat er wirklich ein sehr gutes Pokémon geklaut. Nicht, und nicht mal Geschmack beim Stehlen hat der Typ. Ist ja nicht zu fassen. Ich meine, wenn er schon klaut, dann mit Stil. Aber sowas, nee. Kriegst du doch in 10 Minuten gezüchtet, sowas. Funkensprung und das Ding ist down. Da kommt ihr mit so einem Schaloko an und meint, ja, tolles Pokémon. Habe ich beim Trainer geklaut. Dann ist er noch so stolz auf sich, dass er was geklaut hat. Und dann ist es sowas Lames. Meine Fresse. Ja, okay, kein Pokémon ist lame, aber das ist jetzt sehr erbärmlich, diese Aktion von ihm. Und das wird er jetzt auf jeden Fall mit seinem Leben bezahlen. Ne? Naja, auf jeden Fall mit dem Pokémon, was er geklaut hat. Und das war's für dich. Oh, es hat sogar viele Erfahrungspunkte gebracht. Wow. Was soll das denn? Ja, was soll das denn wohl? Ich habe dich davon abgehalten, noch mehr mit deinem scheiß Pokémon rumzukämpfen. Und der will auch kämpfen, ne? Nee. Wir forschen an neuen Energieformen. Wir wollen uns die mysteriöse Kraft der Pokémon aneignen und als Energiequelle nutzen. Also, mal prinzipiell, neue Energiequellen sind immer gut, aber wenn man dann irgendwelche Lebewesen dazu missbraucht, die Energiequellen zu erschaffen, dann ist es wieder illegal, ne? Hi, Bro. Oh, vielen Dank. Wir lieben es, wenn Leute unsere Pokémon spenden. Okay, der will wohl was gespendet haben hier. Dem spende ich auf jeden Fall gleich einen unruhigen Tag und einen Gang zum Pokémon Center für kostenlos, frei Haus. So, denn ungespielt klärt die ganze Situation sowieso wieder. Mit Fünklein. Aber Funkensprung ist eigentlich ein bisschen oversized für solche Käfer-Pokémon, solche Lappenhaften hier. Aber ich mach's trotzdem. Denn andere Attacken würden nicht so viel bringen. So, du bist tot. Denn Biss ist ja nicht sehr effektiv, leider. Und Wampel ist tot. Was kämpfen die mit solchen gammligen Pokémon? Die können auch schon längst irgendwie ein Papinella haben oder ein Pudox. Aber nein. Jetzt kommt mal Elotrix rein, probeweise. Ja, ich habe mal probeweise nachgeguckt von wegen deiner Anspielung, kein Obst im Haus und so. Aber es ist Obst im Haus. So, Elotrix, dann zeig mal, was du kannst. Denn das ist dein erster richtiger Trainerkampf. Ja, okay, Trainer ist der Rüpel ist nicht mal ein Trainer. Ich will ihn doch nicht mal als Trainer bezeichnen. Nehme ich doch mal Aquavelle. So, hau ihn auf den Tisch, bis das Holz splittert. Dann zeig mal, wie das Holz splittert. Elotrix, du bist Wahnsinn. Gut gemacht, Kumpel. Alter, ist das gut. One-Hit. Okay, klar, Volltreffer, aber trotzdem war es ein One-Hit. Und Elotrix ist schwer zu trainieren. Das könnt ihr mir glauben. Das ist nicht einfach. Nochmal 15 Level und dann es entwickelt sich endlich dann zu Gastrodon. Ein sehr gemeines und richtig, richtig asoziales Pokémon, müsst ihr euch merken. Gastrodon ist sehr, sehr asozial.
Und deswegen ist es gut, so einen Pokémon im Team zu haben. Da haben wir nämlich die asoziale Seite auf unserer Seite.